Alter, auf welcher Sprache spielen wir denn jetzt? Alter, komm, nehmen wir einfach mal Deutsch. Ja, keine Ahnung, wen wir nehmen. Der Junge, der sieht schon scheiße aus, nehmen wir das Girl. Ja, wie heiß ich? Puh, Alter, normalerweise will ich rot halten, aber da steht das Mädel spielt grün. Ja, nehmen wir mal das. Kann nicht schaden. Na. Seit wann sind wir auf YouTube, Alter? What the fuck? Warum sind wir auf YouTube auf einmal? Was ist das? Alter, sieht das Spiel scheiße aus. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Digimon. Die Galar-Region ist ein furchtbarer Ort voller hässlicher Natur und N64 Bäumen. Ein furchtbares Stückchen Erde, auf dem wir in Einklang mit der Hälfte aller Pokémon leben. Wenn nicht sogar noch weniger. Und genau darum geht es hier. Hier eins der Pokémon, das nicht gekartet wurde, das ganz neu ist. Oh, wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind, deswegen wohl auch mehr als die Hälfte rausgestrichen. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder Häuserklüften der Städte oder auch unter den Rücken der Mädels. Man findet an gar keinen dieser Orten Pokémon wirklich. Man kann nicht tauchen im Spiel. Im Himmel kann man nichts fangen. Und in Häusern auch nicht. Auf Häusern dürfte er es recht nicht. Und bei Unterrücken auch nicht. Ja, Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Hier können sie als Pokémon trainieren. Ne, krass, wirklich geil. Oh, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Was ein Depp. Und ich darf Ihnen nun den stärksten Trainer der Galar-Region präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs Deion. Ja, hat er gedacht, dass der stärkste der Champ ist. Krass. Ja, verschieben wir dich. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitzer Deion, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gerne, ich verliere nie. Glurak, Dynamax. Endeavor, was haben die aus dir gemacht? Oder Glurak, keine Ahnung, das ist eine Fusion aus Glurak und Endeavor aus Mario Academia. Was haben sie aus dir gemacht, Glurak? Und das war noch nicht mal Dynamax, das war Giga Dynamax. Oder wie es im Englischen heißt, Gigantamax. Willkommen zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja. Ich wusste echt nicht mehr, was Let's Play. Ich habe es mir jetzt gebraucht geholt, so. Ja, obwohl ich schon. Oder ne. Ja doch, eigentlich schon. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geholt habe. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich es jetzt schon habe, kann ich es auch ruhig Let's Playen. Aber nicht normal, sondern in einer Wonderlock. Heißt Pokémon, wir dürfen ein Pokémon pro Route fangen. Ja, und ja, wenn wir es fangen, dann ab in den Wundertausch damit. Ich werde diesmal kein Regelvideo machen. Ich habe keinen Bock. Bin ich ganz ehrlich. Es soll auch so ein bisschen eine Überraschung sein. Ja. Ich wollte es ja ursprünglich nicht jetzt mehr und da dachte ich mir jetzt, komm, ja, ich hab's jetzt. Komm, kann ich auch direkt jetzt playen. Wird das erste Let's Play 2020? Ja. Und jetzt nervt uns Hop. Tali 3.0. Ich habe jetzt gar die Design des Textboxen geskippt, weil ich nicht gesehen. Weil ich keinen Bock hatte, die zu sehen. Oh, was machst du denn hier, Hop? Ist heute nicht der große Tag? Hä, hey, genau. Heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell grün abholen. Das Match kann sich ja später noch ansehen. Ist sowieso auf YouTube hochgeladen worden. Ne, hab ich auf meinem Kanal aufgenommen. Also komm, lass uns gehen. Ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mix mitbringen ab. Ich warte draußen auf dich. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Tali 3.0, 1.0 war das Original aus Schwert und Schild.
Auch schon ein Stück genau. Sonne und Mond. 2.0 ist. 2.0 ist. Ja, das konnte sie nebenbei schon XY Sonne und Mond, die Charaktere. Ja. Wir haben jetzt unsere Tasche. Und die Mütze mitgenommen. Die Mütze sieht zwar scheiße aus, aber egal. Warum auch immer die hat. Ich finde wirklich, dass die furchtbar sind. Da hinten ist auch eine Switch. Halt dein Maul. Ich weiß, wie das geht. Hier ist eine Switch. Neueste Spielkonsole. Ja, noch nicht mal mehr anmerken, was das ist, ihr kleinen Pisser. Ja, das ist eine Switch. Und ja, je nachdem, was für Joy-Cons man aktuell benutzt, haben die eine andere Farbe. Das sind jetzt die grauen. Aber ja, auch nur, weil ich keine Joy-Cons gerade benutze. Ich denke mal, das ist standardmäßig. Warum soll ich auch mit Joy-Cons spielen? Mit der Pro-Controller. Ich spitze das mein geiler Xenoblade 2 Pro-Controller, den ich seit Jahren nutze. Hat mich noch nie enttäuscht. Ich nehme das jetzt gerade am 25. auf. Das Video kommt safe erst nach Neujahr. Na? Ja, um euch zu informieren, in Pokémon Tetris Mark DX habe ich noch nicht aufgenommen, so deswegen kommt das jetzt so alle zwei Tage so mit Tetris Smaragd, weil da war so ein kleiner Bug, dann konnte ich nicht weiterspielen, war gesoftlockt, ja, am Ende des letzten Parts, den ihr gesehen habt. Da durfte ich jetzt alles so neu spielen, habe ich jetzt gestern am 24. gemacht und ich hatte bisher noch keine Zeit aufzunehmen. Wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Ich habe seine erste Textbook gar nicht gelesen. Volti, wenn ich das Ding schon sehe, da krieg ich's kotzen. Allein schon, weil deswegen auch Voltilam weg ist. Ne? Der ist ja nicht ein Schwimmschild. Schau mal, ein Volti, was macht es denn da? Das ist das dumm? Das merkt doch, dass es das nicht aufkriegt. Lass mal schön den Zaun in Ruhe, du dummes Stück Dreck. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit den Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Volti! Ja, was ein dummes Stück Dreck, ne? Hoffentlich hat es das begriffen, aber jetzt zu uns Grünen. Lass uns ein Wettrennen machen, wer zuerst bei mir zu Hause ankommt, ist dein Labis Viscora. Was? Der, wo als erstes ankommt, ist Labis Viscora? Okay. Vielleicht habe ich mich auch verlesen, weil ich ein Depp bin. Mit dem großen Beutel auf deinem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Und deiner ist klein, oder was? Meiner hat ungefähr dieselbe Größe. Ich denke, ich mag Volti halt überhaupt nicht, ne? Nur mal anmerken, das Voltilam. Soll ich cool. Wow. Ich lieb die Draw Rate. Das ist für ein Bogen und Schattenschild. Stört mich halt jetzt wirklich. Hier seht ihr. Da hinten mit dem Voltilam und dem einen Smetbo. Ja, bis gerade eben waren die Voltilam hier auch nicht so sehen. Ohne Scheiß. Ja, ich glaube, man hat schon bemerkt, dass ich kein großer Fan von den Spielen bin. Ich habe sie noch nicht durchgespielt, das ist jetzt alles blind. Wohl blind kann man auch nicht sagen, ich habe mir Let's Play angesehen, komplett. Ja, ich wollte es aber trotzdem mal spielen, damit ich wenigstens sagen kann, ja, ich habe es gespielt. Du wieder da, Mom, hehe. Ah, hallo, Hopp. Oh, und Grün ist auch dabei, wie schön. Hey, Moment mal, wo ist der denn? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp, Mensch. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Bradbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Dillion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Green? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Bradbury gehen. Wie kann das sein? Wie lange wohnen wir jetzt schon hier in der Stadt? Und wie kann es sein, dass wir den Champ, der hier auch wohnt, nicht getroffen haben? Sind wir erst vor kurzem hingezogen oder so? Ich warte auf dich, Grün. Okay, kommen wir mal. Alles klar, dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Aber ich hab ja zum Glück mein Volti, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Du bist völlig wehrlos, weil du noch keinen Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras.
Was soll's hier wehrlos, Digga? Kick ich das Ding einfach weg? Das. Die blöden Pokémon. Ein Pokéball. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom Mondgras fangen. Halt doch dein Maul. Okay, aber hier sieht er mich nicht. Hier will ich jetzt Rotgras. Ich sagte, wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Als ob. Geht der Typ mir auf den Sack. Okay, gehen wir mal nach Raspberry oder wie auch immer das heißt. Mir eigentlich auch egal. Ich will eigentlich in dem Spiel nur mich über das Spiel, in dem letzten nur über das Spiel lustig machen und eine kleine Challenge haben. Mit einer Wonderlock, ne, habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich habe immer Nassox gemacht und habe dann die toten Pokémon in Wundertausch geschickt. Ne, kann man wirklich Wonderlock sagen, weil Wundertausch, der heißt jetzt Zaubertausch aus irgendeinem Grund. Hallo Raspberry, euer Champ Delion. Delion ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist es wirklich, Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trittet ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch ihre Sache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Wow, die Framerate hat irgendwie scheiße. Und wie die Schatten geflackert haben. Genau, so stark wie dein Glurak, wenn meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Ja, mit deiner neuen Giga-Dynamics-Form bist du schon mal nicht mehr bei mir auf Platz 2 meiner Lieblings-Pokémon, sondern Platz 3, ja, Glurak. Hey, Bruderherz, hier drüben! Ah, hopp! Und wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Alter, was zum Teufel, größter Fan? Hat der bei Merch und so in seinem Zimmer von Delion, sogar Bodypillows und so? Naja, okay, so genau will ich es auch nicht wissen. Lass dich ansehen, Mann, du bist groß geworden. Das ist ein gut 3 cm mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich gar nichts. Aber das wundert mich hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Ey, willst du mich anmachen, Digga? Halt, sag nichts. Hopp hat mir ja schon allerhand von dir erzählt. Du musst grün sein. Ich bin Delion, der amtierende Champ und somit der beste Trainer Galas. Gut kombiniert. Meine Fans nennen mich auch deshalb auch Delion der Unschlagbare. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Ja, ich war ich auch bis vor kurzem. Ach, bis dass sie die Giga-Dynamics-Form von ihm gezeigt haben. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hey, das so unfair, wenn wir nicht alle gleichzeitig starten. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Okay, cringe. Hey, das ist doch unfair, wenn ihr zwei vor mir startet. Das ist doch klar, dass ich als Letzter ankomme. Ein bisschen Fairness sollte auch sein. Naja. Jetzt spannst du dich länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ja klar, ich geb mir Dispota und Donegard ist jetzt nicht der krasseste ohne Kühlschild. Keine Ahnung, Dragoran, Glurak. Keine Ahnung, auf jeden Fall, selbst für ich nehme einfach irgendwas, weil ich die Starter hier in Gala gar nicht so geil finde. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was ihr drauf habt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpep, das Feuer-Pokémon Hoplo, das Wasser-Pokémon Memeon. Alle drei haben beschissene Final Evolutions, alle drei haben beschissene Typings in der Final Form. Mono Pflanze, Mono Wasser, Mono Feuer. Ja.
Die werden direkt in den Wundertausch kommen. Und wenn ich die nicht wundertauschen kann, aus irgendeinem Grund, weil ich irgendeinen Pokémon auf irgendeiner Route fange, um irgendwas als Ersatz zu haben. Okay. Genug gespielt, kommt bitte mal her. Das war, glaube ich, die schönste Cutscene im ganzen Franchise. Und für welches entscheidest du dich? Oder des ganzen Spiels besser gesagt. Wow, haben wir gerade Emotionen gezeigt. Krass. Der Waterlock kann auch nicht direkt beginnen. Oh ne, der ist scheiße. Ich nehme Mamion. Der ist so süß. Die Entwicklung ist zwar scheiße. Sieht zumindest scheiße aus. Aber komm, nehmen wir dich. Was für Pokémon Mamion ist wie eine leiser Plätschern ist Special in einer sehr fassungsfähig. Nimmst du das Wasser-Pokémon Mamion? Ja. Nee, wird eh weggeschickt, also warum einen Spitznamen geben? Hast du es dir so Mamion ausgesucht? Gute Wahl! Dann entscheide ich mich für Hoplo, weil der ist schwach gegen dich, ne? Warum auch eine schlaue Entscheidung treffen? Ja, wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Nämlich der nächste Chip werden. Das habe ich mir schon gedacht, Top. Und deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Grün ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es irgendwann so gut zu werden wie ich? Ja. Den finde ich eh am hässlichsten von den dreien. Keine Ahnung, zu viele Farben finde ich. Und Hoplo fällt. Bei Hoplo mag ich nicht so, dass er so. Dein Ass so ein Pflaster hat. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, jetzt wird es aber. Wird erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Also, das ist jetzt nicht sehr klimaneutral. Naja, grillen wir mal. Einmal wird ja nicht schaden. Außer dieser Vielfraß frisst alles auf. Mit ein richtiger Tali 3.0. Wer es nicht weiß, Tali 1.0 ist der aus Sonne und Mond, Ultrason Ultramond auch. Und der Tali 2.0 ist der aus den Let's Go Spielen. Alter, waren die Scheiße. Gib zu, Hopp. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und doch, Bruderherz. Grün und Mamion haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön, gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Baldet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du sie denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann bin das ja wohl ich. Ja, warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Grüne und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer, aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Kampf deines Lebens? Ja. Glaubt an eure Pokémon. Schließt sie ins Herz und sorgt euch immer um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen rausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Naja, mit den letzten paar Pokémon-Editionen hatte ich jetzt nicht so viel Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst das mal krachen! Nehmen wir ja am Anfang des Hops-Themes, des Themes von Hop, gibt es so ein Easter Egg, ne? Also im Kampf-Theme. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Auch die Porno? Ach, nicht.
Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Ja, hier. Jetzt hört gleich zu. Ja, das ist so, hört sich so ein bisschen an wie so ein Routenfilm aus Diamant und Perl. Also mit Ähnlichkeiten, damit das, was ihr vorhin gehört habt. Auf in den Kampf, ich hab schon zwei Pokémon. Was willst du mir Angst machen, Digga? Suchst du Stress? Oh, stimmt. Also ihr fragt euch jetzt, was ist das für eine Pokémon-Attacke? Sie haben die Attacke Pfund allen Ernstes in Klaps umbenannt. Was zum Fick, Game Freak. Warum heißt Schnabel jetzt Piekser? Ich meine, dass man Attacke Giftblick in Schlangenblick umbenennt, okay. Das akzeptiere ich noch. Alter, macht der wenig Schaden. Naja, Body ist eh nicht so gebrauchen, sprich, der wird in allen Fällen gegen uns verlieren. Also man merkt schon, physisch ist der nicht so gut drauf, aber ein Volltreffer. Verstehe ich doch mal dieser. Ein Volltreffer? Naja, Anfängerglück ist auch Cheaten. Ohne Scheiß, ich hoffe echt, dass wir irgendwelche coolen Pokémon bekommen im Wundertausch. Gibt, finde ich, sehr wenige Gen 8 Pokémon cool sind. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ja, solange du kein Ass im Ärmel hast, ist ja alles gut. Hopplo. Da kriegt erstmal meine Aquaknarre zu spüren. Ich hoffe, dass wir noch in dem Part Wundertauschen können. Ich würde es aber bezweifeln. Ich bezweifle aber, dass wir es nicht können. Weißt du, wir schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Typen? Nee, ist ja mein erstes Pokémon-Spiel hier. Das ist meine Ärmste und selbst wenn das mein erstes Spiel wäre. Ich glaube, jeder weiß, dass Wasser effektiv gegen Feuer ist. Ich habe auch sehr viele andere JRPGs gespielt, ich weiß, wie das läuft. Ich habe gerade gelesen, Pokémon-Trainer Haupt wurde beseitigt. Naja. Da haben wir ihm jetzt mal richtig krass Hops genommen. Haha, lustig. Richtiger Boomer-Humor. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um meine hätte ich Glurak rausgelassen, um selbst mitzukämpfen. Junge, du weißt, dass wir dann keine Chance gehabt hätten, gegen Level 60 Glurak oder so zu kämpfen. Naja. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Weil jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt alle grün. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Will, dass du Hops Rivalen wirst, damit ihr aneinander wächst und gemeinsam stark werdet. Ich will auch viel stärker werden. Was sagst du, Bruder, jetzt bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltest ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Grün, ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist dein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit Liebe eines Trainers seinen Pokémon gefüllt, versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Sprich, wenn dein Bruder jetzt sagt, ja, man braucht die Panties von Sanir, um ein guter Trainer zu sein, echter Trainer zu sein, würdest du die auch besorgen, oder was? Naja, okay. Ich würde sie mir sowieso holen. Ja. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um meinen Pokédex abzugreifen, Grün. Mag dein Enthusiasmus, Hopp. Okay. Ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist jetzt, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Dings vervollständigt. Man wird sich noch lange an meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Sein muss, Tali. Ich nenne dir jetzt sogar schon Tali, Alter. Ja, das ist halt Nostalgie, ne? Sonne und Mond und Ultra Sonne und Ultramond, das ist jetzt auch schon lange her. Hey, was war das für ein Geräusch? Hast du das gehört, Grün? Oh nein, das ist offen und das Body ist spurlos verschwunden. Es hat auch vorhin immer wieder versucht, das Tor einzurennen, dieses dumme Stück Dreck. Sag mir nicht, dass er es geschafft hat. So ein Mist.
da ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als Jägling der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Die Großmutter muss sie wohl danach ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Grün? Wir retten das Pokémon, du Depp. Ich wusste, dass du das sagen willst, klar. Eigentlich ist der Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Öffne mal ins Augen zu und durch, komm jetzt, Grün. Jetzt wird raus rangeklotzt. Warum stehst du dann da, du Depp? Geh doch schon mal in den Wald rein. Hallo, Wolli! Mist, wo ist es bloß hin? Und man, jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Ach, come on. Raffel. Nervt der. Find ihn hässlich. Alter, was sind das für fette Backen? Brauchen wir ernsthaft noch einen Eichhörnchen Pokémon? Aquaklarre. Das ist echt ein bisschen seltsam, zwei Pokémon-Projekte gleichzeitig am Laufen zu haben. Ohne Scheiß, ich hätte auch echt Bock, irgendwelche JRPGs zu starten, wenn ihr damit einverstanden wärt. Was ist los, Bruder? Oh Mensch, warum kann man den da Mikro, die Basisform von Kramor, der sieht scheiße aus, aber Kramor finde ich geil. Kramor finde ich geil. War das erste Galapagos und das Skyfan tatsächlich, und es war tatsächlich von allen, die man in Trailern gesehen hat, das einzige, das Skyfan. Es gibt so viele Punkte, die ich einfach nur scheiße finde in der Gen, ne? War denn das? Das hört sich an wie so ein Schrei. Hast du das eben gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Ne, das war der Ruf der Wildnis. Tali. Ich nenne ihn jetzt Tali. Passt zu ihm. Eigentlich ist es egal, ob unser Babyon ein Level abbekommt, ne? Aber hey, ich bin irgendwie froh, ich muss mich nicht um irgendwelche Spitznamen kümmern. Weil ich, weil die mir egal sein können. Spitznamen. Ich spiele ja Wonderlock. Ich mag bei Wonderlocks immer, dass man irgendwie alles bekommen kann. Man kann jetzt sogar Pokémon Schild exklusive Pokémon wie Galaponita bekommen. Ich mag das Ding jetzt nicht so krass, aber es ist okay, es ist ein okayes Design. Beide und Grün, ich mache mir Sorgen, riesige Sorgen um Wolli. Ja, hier ist alles in die Nebel gehüllt. Müssen wir erstmal das Wolli finden. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Sind wir alles in die Nebel gehüllt? Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln. Warte, habe ich das gerade richtig gesehen? Unser Hauptcharakter kann mehr als ein Gesicht machen. Oh mein Gott, das gab's in Sonne und Mond nicht. Was ist das? Wörth.
Sarsian, bist du das? Oder ist das Amacenta? Keine Ahnung, ich verwechsel die zwei. Auf jeden Fall ist das eins der legendären Pokémon aus Schwert und Schild. Es gibt insgesamt nur drei legendäre Pokémon, was einfach nur Abfall ist. Was so? Die Attacke war völlig wirkungslos. Was ist das Prinzessin am Stream? Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Grün. Alles ist irgendwie dicht nebenüberhöht. Halt dein Maul. Klaps. Ja, jetzt ist definitiv alles in dicht nebenüberhöht. Ah! Oh Mensch. Ach, ein bisschen schlafen im Wald oder so. Hopp grün. Delion, es ist nicht so, wie es aussieht. Delion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht, da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen um euch gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hat sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten, deswegen sind wir überhaupt hier. Wolli! Dem geht das gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal. Ne, wir haben geschlafen. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Hallo stimmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Der wahnsinnige Nebel war ja harmlos. Aber der Kampf gegen dieses abgefallene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es hindurchgehen. Ja, die Attacken sind durch es durchgegangen? Schlimmer, weil es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es eines Tages, das Geheimnis dieses Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher rauskommt. Jan hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Hehehe. Das wird ein weiteres Kapitel von der Legende von Hopp. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch mit deiner Mutter reden. Hä? Ja. Warte, meine Mutter ist doch da oben. Warum lasse ich mich nicht von meinem Haus los? Mutter, wo bist du? Mutter, Mem? Oh, das ist ja mal ein süßes Memion. Anscheinend hat sie nichts davon bemerkt. Okay. Ich wollte nach Brassbury, um euch einen Pokédex zu besorgen. Ich war, Delion hat mir schon davon erzählt. Hier ein Stück Taschengeld für meine große Tochter. Kauf dir da von dem Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch brauchst. Ich kümmere dich gut um deinen Memion. Vergiss nie, wie sehr du es sich für dich anstrengend verlangt, ihm nicht so viel ab. Mem? Ach, keine Sorge, ich werde es nur in den Wundertau schicken. Und du, Memion, pass gut auf meine Grüne auf, klar? Du weißt ja, wenn irgendetwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Ist jetzt gar nicht bemerkt, gut. Uff. Das sind ja Knospi. Wunderschön, die
Renderdistanz in Schwertenschild. Ja. Ja, stimmt, die Dinger hier unten sind ja immer noch nicht. Sieht ja immer noch so richtig seltsam aus, nur so unnatürlich. Boah, du schon wieder. Okay, es geht los, das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ja, ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Hoplo trainieren. Das ist unser Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit violetten Dach. Danke für den Tipp. Ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen. Hätte ich gedacht, der Weg ist frei, aber nein. Ja, okay, dann heißt es jetzt wilde Pokémon dodgen, ne? Und einen Trank aufsammeln. Wie viel Geld hat uns unsere Mutter gegeben? Das Geld steht da nicht, oder? Wo steht denn das Geld? 31.400! Was zum Teufel? Es gibt auch einige Geheimgeschenke. Die holen wir uns auch noch. Ich werde die dann aber auch in den Wulderschau schicken. Ich habe noch keine Pokebälle, deswegen kann ich mir noch nichts hier holen. Wow, wie das Raffel vor meinen Augen weggeht. Wunderschön. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ohne Scheiß, ich werde mich in diesem deswegen wie nur über das Spiel lustig machen. Du hast hergefunden, gut gemacht. Jetzt zum ersten Mal in Burstberry war, musste ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht, komm, lass uns reingehen. Glurak! Glaub ich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Sag mir nicht, dass du zum ersten Mal beim Labor bist, Delion. Woll. Alter, ich hasse Wolli. Das Ding ist so hässlich. Warum hat's ein grünes Herz am Arsch? Delion, was führt dich dieses Mal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Na, hier haben wir ja die größte Waifu in Schwertschild oder so. Was in der Art. Neben den weiblichen Protagonisten und einigen anderen Girls im Spiel. Hallo Wolli, mein Kleiner. Danke, dass du mich immer an meinem Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Wolli. Ich hab dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Wolli hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist übrigens Sanierung und niemand kommt schneller als sie. Hallo? So stellst du mich also vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arenaleiter war ein Freifahrschein für blöde Witze? Ja, man muss dich hier mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Wolli. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Grün, ein frisch gebackener Trainer. Ich komme gerade frisch aus dem Ofen nebenbei. Würdest du hier ein paar Tipps auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Vor allem, wie will man sich hier verlaufen? Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt doch echt nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey Rotom. Ach, tun die stehen auch noch ein Smart von seinem Bauern. So ein Smart-Rotom ist schon was Tolles, besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Delion natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin Pro, Digga. Ich hab alle Editionen gespielt, selbst die, die keinen Spaß machen. Da sieh mal einer an. Da bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex einfach zu installieren. Ich hätte auch einfach in den Google Play Store gehen können und wir den installieren können, aber danke. Ja. Ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolica, meiner Großmutter.
Könntest du bei hier vorbeischauen und dir sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich übrigens auf in ihrem Haus auf Route 2 aufhalten. Okay, dann besuchen wir mal deine Großmutter, Süße. Hallo, junger Trainer, tut mir leid, dass ich einfach auffällt. Was will der von mir? Du hast doch gerade den Pokémon-Labor, oder? Und du hast den Pokédex bekommen. Hier, ich krieg dir ein paar Tränke oder so. Das ist ein Trank. Nee, wirklich. Danke. Damit kannst du KP heilen oder so. Ja. Ich mag es, random sein zu sprechen. Was ein Creeper da. Das war mehr als das Bild der Typ von mir. Sani hat dir den Pokédex auf dein Smart-Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich schwimmst du ja doch nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich dein neues Pokémon-Center aus. Die sehen alle gleich aus, weil man keinen Bock hatte, sich ein bisschen mit den Designs in der Entwicklung Mühe zu geben. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nachgrünen. Ist das dein erster Besuch? Nee, Digga, ich bin Pro. Da muss ich dir nichts mehr erklären. Wenn ihr der Trainer werden wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Ich gehe schon mal auf gute. Alter, was sind das für Leute, die randoms einfach so ansprechen? Auf jeden Fall hier Pokémon Center, hier Pokémon Supermarkt und hier, das ist neu. Hier ist der Attackenerlerner, Verlerner und Darmsbewerter in einem. Sag mal, hörst du auf? Bei der Trainer ist die Yarida-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Ich weiß nicht, was das ist, Digga. Ja, das ist so ein riesiger Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Ja. Und da muss man nach der Arena Award sammeln, da kann man den Champ fordern oder so. Ja. Halt dein Maul. Jetzt mal im Ernst, wie kann das Stereo und Ari verlaufen? Was ist denn Depp? Ich hoffe, der hört jetzt auf. Das nervt so langsam. Das ist langsam nicht mehr witzig, ne? Ja, ich will nicht, dass sie mir das Fangen erklärt. Warum kann ich das nicht skippen? Ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil man das eigentlich weiß. Warum kann man alles wegskippen, aber das nicht? Ich bin gerade auf Twitter persönlich interessiert. Ah, war's das schon. Ging ja fix. Wir haben noch eine Viertelstunde, wollen wir sehen, ob wir bis dahin dran kommen. Oh, das ist ja echt drauf, Delion. Delion. Ja. Hier habt ihr ein paar Pokebälle. Könntest du mir vielleicht noch den Wundertausch geben? Oder haben wir den schon? Ich habe gehört, dass man den am Ende der Route 2 bekommt. Es gibt 10 Routen insgesamt. Wart's nur ab. Ich werde den 0,0 das beste Team aller Zeiten haben. Ja. Wenn du es sagst, dann muss wohl stimmen.
will gerade noch ein paar Pokebälle kaufen, gehen wir noch Butter 1 zurück. Irgendwas, das schon leicht gefangen ist. Micro. Ist eigentlich egal, was ich fange letzten Endes, es ist nur wichtig, was wir in unser Team nehmen können. Was wir da im Wundertausch bekommen. Oh, 25! Also die sind richtig gönnerisch hier in dem Spiel. Besser als 5 oder 10. Nun wäre das jetzt ein ja, klassisches Pokémon Let's Play. Ne, klassisches Pokémon Let's Play würde ich sagen. Ja, ich gebe dir jetzt irgendeinen dummen Spitznamen, aber nein. Das ist eine Wonderlock. Hat schon lang keine Challenge mehr. Ein Trainer, super. Kann ich kein Walkthrough Walls Cheat haben. Oh wow, die haben sowas wie Weitsicht in dem Spiel. Ich habe auch gehört, es gibt nur 140 Trainer, was ja echt nichts ist. Ich habe das Gefühl, dass das in Höhlen auf einer Route gibt. In normalen Pokémon-Spielen gab es immer 32 Routen oder so locker. Ich werde jetzt auch nur mit Memeon kämpfen, bis wir Wundertausch haben. Dann kämpfen wir mit den Pokémon, die wir im Wundertausch bekommen. Wir dürfen auch noch im Wald oder auf Route 1 was fangen. Wenn wir in den Wunderwald können, wenn nicht, müssen wir bis zum Ende des Spiels warten. Ja, Timmy, hast du ernsthaft, dass du mit dem kleinen Ding eine Chance hattest gegen mich? Lächerlich. Oh, mein Lieblingsabgrund, über die man rumspringt, runterspringen kann, aber nicht mehr hoch sind zurück. Wohl, ja, so hoch will, könnte ich mein Bein wohl auch nicht machen. Vielleicht ist es ja auch egal, was wir auf den Routen finden. Ne? Irgendwie die Trainerin. Ich will den Wundertausch. Ich werde die Pokémon dann wahrscheinlich auch trainieren müssen, weil ich denke wohl nicht, dass ich Level 5, Level 8 oder so Pokémon bekommen werde. Kami hab's. So heißt das Vieh, das ist scheiße hässlich. Mehr müsst ihr über das Ding nicht wissen. Mich würde gerade interessieren, macht die Aquaknarre mehr. Wir haben einen Klammergriff. Macht halt tatsächlich mehr, lol. Boah, Mensch, kann's keine Speed-Taste auf der Switch geben, Alter. Und ich schätze, das wird doch mega geil, so eine Speed-Taste. Ich meine, komm, andere JRPGs haben auch so einen Speed-Knopf oder so. Hier im Kampfsystem spielt ihr aktuell auch Bravely Second zum Beispiel, das hat auch einen. Ne, wenn es so um rundenbasierte JRPGs geht. Ich glaube, es gibt auch nicht rundenbasierende JRPGs mit einem Realtime-Kampfsystem, ne? Das haben. Sensekt. Ich dachte, das ist Genisekt oder so. Sensekt. Das ist der Käfer der Gen. Ist, glaube ich, Käfer, Monokäfer oder so, die Weiterentwicklung Käfer Psycho, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, die Endentwicklung ist fucking UFO. Das ist eine Giga-Dynamics-Format. Immer schön, dass der Trainer bei der Attacke weggegangen ist. Ohne Scheiß, das stört mich halt echt mega, ne? Macht mich halt traurig, ne? Wegen so krass, auch wenn ich die Animation jetzt auch nicht, ne? Ich will nur mal anmerken, dass die Hälfte der Pokémon wegen der High-Quality-Animations halt weg sind. Ich hab die Fuchs, da bleiben wir auch drin. Ist ein Unlicht-Pokémon. Ah ja, Micro ist nebenbei Mono, Flug. Ach so, Critical Hit.
finde ihn auch irgendwie magisch. Nee, magisch irgendwie nicht. Der sieht aus wie ein einfacher Fuchs. Irgendwie. Wenn die sind jetzt Level 8, 9. Wir werden aber definitiv, denke ich, noch sowas bekommen. So, den Wundertausch, den gibt's glaube ich jetzt gleich. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ist die Kinder, haben sie inzwischen alle Geheimnisse der Stellar-Experiments gelüftet? Ich fürchte, da bin ich noch weit von entfernt. Dynamics ist noch ein großes Rätsel. Auch wegen, ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich hab gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Abendwesen, junger Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Kommt nur herein. Was sehe ich da, Hopp? Denn Wolli hat ja Gesellschaft bekommen, wie schön. Und du musst grün sein. Mein Enkel Sania hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Es liegt an dir, ihn zu vervollständigen. Bei Fiona nicht so schwer. Grün, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Ja, und ich mag es nicht. Dafür mussten Mega-Entwicklungen und Z-Attacken weg. Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Das war wieder typisch, Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Oder erweitere dein Spielerlebnis mit Switch Online. Da wäre so, ja, wie zum Beispiel, ja, das Spielerlebnis mit Switch Online zum Beispiel. Ne? Ja, das ist überaus faszinierend. So, der schlechte Online-Service von Nintendo. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns für einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Die brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du sie etwa nicht daran teilnehmen lassen, Delion? Delion? Hopp und Grün sind erst vor kurzem zu Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann mal die Region mit den stärksten Trainern der Welt führt? Und da haben sie natürlich recht, aber das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden Pokémon zu schenken. Na schön, ihr solltet eure Entführungsbriefe haben unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als euch für die Arena Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich eure Pokémon fit, ne? Meins ist sowieso halb tot. Oh, coole Sache! Grün, ich warte draußen auf dich. Ich denke mal, nach dem Kampf werden wir 100.000 bekommen, endlich. Hab ja auch eine Autosave-Funktion erstmals zu Pokémon. Du bist diese Empfehlung doch von Dion doch genauso wie ich, oder? Komm schon, kämpf gegen mich, Grün. Wenn es sein muss, kämpfen wir. Ich werde der allerbeste Trainer, wie keiner vor mir war. Und so. Okay, los geht's. Jetzt ist es langsam dunkel bei mir schon, Alter. Den Kampf zwischen zwei jungen Trainern will ich mir auch auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinem Ruf als Delion der Unschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fliegenfetzen, genau. Hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hopp erst richtig los. Das ist das anstrengend, den zu sprechen. Das wird nur anstrengend im Laufe des Let's Plays. Er hat drei Pokémon, krass. Bist du schon stärker geworden? Ich habe immer noch weniger Pokémon als er. Aber ich habe auch noch nicht meine Pokémon, ne? Das sind jetzt die Pokémon, die ich in die Wildnis schicken werde. Jetzt kriege ich wenigstens, das wollte ich schnell klein.
Ich glaube, das ist halt eine Fähigkeit, dass physische Attacken nicht so viel Schaden machen. Okay, Level 10. Hoplo. Ist das ein Idiot, Alter. Schickt das ein Hoplo gegen Memeon rein. Bringt das noch Level 8. Verwalter in einem Part 2 Rivalenkämpfe. Ja, krass, ne? Ich kann das. Gib alles, hier kommt unsere heißlodernde Feuerkraft. Da zeigt deine heißlodernde Feuerkraft. Blut, wow. Krasser Move. Verpiss dich, Hoplo. Micro Level 9. Ist mir eigentlich auch egal. Neues Micro. Ach, das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Alter, wie viele Rivalenkämpfe am Anfang? Ist schon ein bisschen viel Finish bisher. So zwei Kämpfe direkt nacheinander eigentlich, ne? Kann man fast schon sagen. Sind halt maximal drei Trainerkämpfe dazwischen. Ja, das Schnabel hat man jetzt in Peaksaum benannt, habe ich ja schon am Anfang des Parts gesagt. Das nervt mich. Wow. Das wäre eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich eine würdige Rivalin gefunden. Dein Maul. Dabei hat meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker oder so. Und Dejon gibt uns die Briefe. Was für ein Kampf, Grün. Hopp, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr meine Empfehlung für die Liga Arena Challenge mehr als verdient. Ihr Empfehlungsbrief erhalten. Danke, Dejon. Danke, Dejon. Ich schwöre, ich werde bei der Arena Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind immer noch voll begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Das stimmt, als hätte er sich nicht gerade genervt gefühlt, weil er seinen Pokémon nicht richtig geworfen hat. Da gab es dir jetzt auch unglaublich mitreißend Grün. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Grün? Lass uns sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, den uns zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Ich bin dabei, ich werde der Champ, Bruder. Klasse! Mit einer Rivalin wie dir gefällt mir das Training viel leichter. Was zum... Also ohne Scheiß, selbst wenn der Timer gleich zu Ende geht, ich werde auch auf Route 1 in so einen Wald gehen und wird mir dort noch einen Counter holen. Ey Grün, schau dir das mal an, ist das nicht dein Wunschstern? Nein, es sind sogar zwei. Hier, du kannst einen haben. Ja, jetzt können wir Dynamax nutzen, geil. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaxen. Ach, das ist schon sie groß. Ja, und scheiße. Ich mag das nicht. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur von Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Oder so, Alter, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Jetzt habe ich mir lange gewünscht, jetzt geht der Wunsch auch in Erfüllung. Alter, wie ging das nochmal weiter nach? Das ist, Alter. Oh, Wunschsterne stehen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialisten in Sache Dynamax. Ganz ehrlich, für mich und Grün ist wäre das das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaxen könnten.
Erst begegnen wir im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wutsterne direkt vor den Füßen. Das waren ganz bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Als auch dem anderen junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Sieht ja alle vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Ihr esst doch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Gerne. Ich würde gern die Wundertauschfunktion haben, bitte. Endlich ist morgen, jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp, hast du das noch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Ich mache jetzt den Ball schnell, ne? Grün hat dem Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft, mehr weiß ich auch nicht. Ja, ich bin eine Weile bewusstlos geworden und so und kann mich an nichts erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Grün und Hopp. Gib mir. Das finden es nur die zwei, sind es egal. So, ist das okay. Ist deine Expanse. Ist nicht so wichtig. Das sind Dynamax-Bänder. Damit könnt ihr eure Pokémon Dynamaxen. Danke. Danke. Ja, jetzt kann ich stärker werden als mein Bruder oder so. Ich dachte dem anderen junger Mann. Ja, erstmal ein bisschen wichtiger. Voraussetzungen erfüllt werden. Ihr müsst, bestimmte Energiequellen und so. Ja, jetzt geht die Kinder von nur auf richtigen Pfad, geil. Ja, wir gehen zum Bahnhof. So kriegen wir das doch erst in der... Ach, das geht nur, wenn die Pokémon in den Boxen sind. Wollt ihr mich verarschen? Dein Maul! Ja, ich weiß, wie man schleicht, das gab es schon in Oras. Ich glaube, das hat man so gut rausgenommen. Und jetzt wieder zurückgeholt oder so. Soll ich schnell zurück? Oder kann ich von hier aus Pokémon auf die Box legen, oder? Nee. Schnell. Ohne Scheiß, mir jetzt egal, wie lang der Part wird. Wie viel Gras gibt's hier? Kein Beleber. So früh schon, ne? Hier ist der Bahnhof, Grün. Also ohne Scheiß, der will echt, dass ich ihm noch in Part 1 ins Gefäß schlage, ne? Ich würde nämlich gerne offscreen meine Pokémon trainieren. Ich wollte den PC ansprechen. Nee, den kann ich ja da nicht bewegen. Zaubertausch, so heißt das nämlich jetzt. GTS hat man ja leider rausgenommen. Hoffentlich geht die Suche schnell. Der Part geht schon lange. Ich weiß, in Sonne und Mond und so muss ich die meistens offscreen machen.
Könnte ich jetzt bitte, damit ich den Part wenden kann, wenigstens einen Wundertausch machen? Ach, come on! Na, was gibt's so Schönes auf Twitter? Das kann auch ein bisschen dauern. Ich will halt echt noch on-cam zeigen, ne? Mann, macht das Spaß auf Warten, Alter. Wurde ja richtig geil programmiert, die Scheiße. Sag mal, gibt's so wenige Leute, die das machen wollen, oder was? Macht das Spaß? Ja, stimmt, man kann auch pfeifen aus irgendeinem Grund. Oder das ist Musik scheiße. Dann mich stört das auch, dass es dunkel ist und meine Roller an oben sind. Alter, komm! Hey, lokal, ich will online. Oh, warte, ist das Switch online? Bis zum nächsten Part, Leute. Ich werde auf meiner privaten Datei das Let's Play dann machen. Wir sehen uns dann an der Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.